Okay, dann bleibt jetzt immer einer zu Hause, oder wie machen wir das? Das ist ja auch nicht jetzt unbedingt Sinn und Zweck der kompletten Geschichte. Aber wir Nein. müssen natürlich davon ausgehen, dass das Team Rot und Team Grün sofort wieder da sind. Kixel für 150 Euro für die Kinder. Da Alter, kommt eine Wanderer oder auf euch zu. Danke. Weiß. Nö. Was von wo? Aus Osten sozusagen. Das ist jetzt durch den Fluss. Direkt. Vom Sniperhügel, sage ich mal. Ja. Okay. Wir müssen also sowieso erstmal sehen, dass wir was zu essen rankriegen, ne? Also. Ja, vielleicht. Wollen wir uns mit den Zombies anlegen oder macht das nicht viel Sinn? Wanderhorde. Unten also, drin kann ich sie auch nicht setzen, logischerweise. Ich dachte, ich versuch's mal, ob ich den Landplay-Block unten drin setzen kann. Da läuft noch jemand. Achso, nee, das ist der Mayo. Das bin ich. Da läuft irgendjemand, das ist der Mayo. Ich geh mal runter. Na, ich komm auch mal mit. Weil ich brauche irgendwas zu essen, ich brauche Federn, ich brauche. Ja, auf dem Dach rumstehen ist halt unproduktiv. Aber der Landplan-Block ist jetzt so groß wie unser Haus, wenn ich diesen hier außen setze. Der deckt das komplette Haus ab, der Landplan-Block. Ja, die kurze oder die lange Seite? Die lange Seite ist alle halt. Seiten. Ach so? 20 okay. mal 20 ist das Ding hier. Das ist einfach riesig, das Ding irgendwo. Leute, da liegt noch dreimal Leatherleg-Armor mit 200 in der Admin-Kiste. Geil. Rüstet euch mal aus. Ja, ich hab noch keine Rüstung rausgenommen aus der Kiste. Nee, ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Und irgendeiner hat die Hedge offen gelassen, als er gegangen ist. Ich muss unbedingt was essen. Warte, läuft nicht. Oh nein. Weiter geht's. Du warst in der Atmenkiste? Na, Fuffel! Hab ich, danke. Wow. Das tat aber weh. Unfassbar, was hier schon wieder los ist heute, ey. Das ist ein absoluter Hammer. Vielen, vielen Dank, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wir haben gerade Tag 3, das ist auch noch nicht, also. Ja. Bisschen viele. Absolut. Bisschen viele Zombies, bisschen wenig Spielerkonfrontation, ne, oder? Spielerkonfrontation hatten wir. Diese eine, ne? Ja, bis jetzt. Mayo wird's. MEN5er gebe ich noch. Nein. Was ist das noch? Moment. Was hält der denn aus? Kommst du direkt rein in die Stadt? Ja, ja. Heute nicht durch Hände. Weiß irgendjemand, wo von hier aus die Wüste ist? Dann würde das eventuell auch nochmal eine Idee sein. Mit Jukka und so weiter. Wegen Essen und Konsorten. Ich glaube Richtung Süden direkt normal. Ich weiß es aber nicht, wo genau. Ich habe hier nicht mehr gespielt. Dankeschön. Boah, mal kurz mal ein paar Pfeile machen. Ja. Dankeschön. Also, wie gesagt, ich bin in Diesfeld, versuche hier ein bisschen was zu looten in den Sachen. Okay. Ja. Waren wir das oder ist das wieder Asrak? Ja, es klang nach einer Blunderbuss. Asrak. Ist der oben drauf oder wo ist der? Ne, unten neben dem Haus. Unten ist er, ja. Ich sehe ihn. Ich aim ihn an. Hab ihn getroffen, einmal. Hab ihn, glaube ich, gehittet. Ich hab Standbild gehabt, konnte nicht weg. Und schneller. Achtung. Wir haben sie schon gelootet. Oh, die sind zu zweit. Links. Also ich habe sie, glaube ich, verjagt jetzt. Die ziehen sich zurück. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich habe Astra, glaube ich, getroffen. Nein, geh weg. Oh, ja. Und ich habe noch 9 Pfeile. Er zieht sich zurück. Ziehen sich beide zurück. Ich habe es geklärt. Kommt er wieder aus dem Fluss raus da? Nein, hab's noch nicht geklärt. Kommt zurück. Wo kommt dieses... Komm aus Nordwesten, läuft. Kommt dieser Ton her von dem. Das, ist das hier? Haben wir das bei uns hier, Mario? Hinterm Baum. Komm her. Sanitäter, vielen lieben Dank. Dankeschön. Molokulus. Oh, lauf, jetzt ist Astrak. Das ging Astrak. Leider nicht. Astrak will mich. Respekt. Achtung. Ja. Oh, mit Blunderbuss. Respekt, ich zieh mich zurück. Also, Hand gespielt. Also, nein, er hat mich gleich. Im Nebenhaus hier haben wir glaube ich, Achtung. Einen Landclaim-Block drin vorne. In ja, dem fuck, hier. Er hat mich. Dem? In dem, ja. Hau da mal okay. gegen, bitte, gegen die Tür. Okay, ich den Ton auch Nebenhaus? Ja. Richtig. Alles klar. Sag mal, hört also, ihr mich noch? Mal ja, ist ich höre noch. Warum? Was ist denn? Der ja, Astra ist unterm Haus, hat mich gekillt. Oh, fuck, ich hab ein gebrochenes Bein. Nein, geh weg. Geh weg. Ihr habt mich schön ignoriert gerade. Nein, ich hab nicht gehört, dass der da noch rumspringt. Okay. Astrak ist immer noch hinter diesem Stein. Der ist immer noch hinter dem Stein, ja? Ja, ja.
mich übel erwischt. Verdammt. Haben die jetzt einen Landclaim-Block hier unten reingedrückt? Weil das, das hätten sie nicht gekonnt, wenn die Server-Einstellungen nicht falsch gewesen wären. Mhm. Würde ich glatten Admin bitten, den zu entfernen. Irgendwo. Ernsthaft. Nee, mit der Blunderbuss hatte ich keine Chance. Nee, nee. Da drüben auf der anderen. Was soll denn mit der Leiter sein, Gordon? Duin, danke nochmals. Menedon. Ich kann hier vorne die Tür von dem Haus einhauen. Auch ohne Lagerfeuer. Okay. Ich gehe auch ohne Lagerfeuer. Ja, sehr schön. Tastenauer. Da kommt irgendjemand in die Stadt. Grüße euch außerhalb des Twitch. Oder? Ja. Aus Westen, Nordwesten ist ja, er jetzt gerade. Leck gerade. Angenehm Arbeitstag. Ah, okay. Ich komme mal zu dir rüber. Ja, pass auf, der ist da genau bei dir irgendwo auf der Ecke. Der ist auf der anderen Straßenseite, Nordwesten. Komm mal genau zu mir, komm genau zu mir. Ja, ich höre auch irgendwie mal rumhüpfen. Oh Mann. Nordwesten, ah klar. Bist du hier noch? Also ich hab ihn jetzt verloren. Ich hab ihn noch das Bein gebrochen. Immer noch Licht. Hier, irgendwas. Lange nicht Schluss. Ja, ich bin das. Veranstaltung okay. Ist einfach ein Muss. So nennt mich Dichter einen SP. Aber heute Dichter. Sind die Kinder die Gewinner. Das sind sie. Danke. Absolut. Definitiv. Also, wir müssen uns das einfallen lassen. Wollen wir mal zur Kirche, zum POI? Ja, ja. Weil wenn wir nicht bald mal Einnahmen haben und uns Sachen beim Admin kaufen, dann war's das. Dann ist gelaufen hier. Irgendwie. So ist es. Absolut. Weil wir haben schon nichts mehr zu fressen oder sowas. Allein da fängt's, allein da fängt's schon an. Ich mache noch mal ein paar Spikes fertig auf dem Weg. Hast du den gesehen? Nordisch, wo der hin ist? Nee, der war Astrak im Blutrausch, das stimmt. Ich sehe keinen. Und ich war einer keinen. Davon. Egal. Gut, ich meine, der Hunger erledigt sich durch Sterben, aber... Danke, Cast dafür für 8 Euro. Noch all 8 für die 8. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr so weit seid, ja. Oh, ich noch dahin. Ja, kommt denn jetzt jemand mit hier zur Kirche? Ja, klar, wir müssen. Ja, lass uns mal ruhig alle hingehen. Genau, so. Weil das. Ich muss nur gleich ein paar Pfeile machen, sonst komme ich da nicht weit. Ich habe einen Spike Club gelootet. Erik? Also der POI da links unten, ne? Links unten. Das Problem der ist weiter weg. Ich aber einen Pfeil. Da sollten wir mal hingehen, glaube ich, zur Kirche. Ich gehe mal runter. Vielleicht können wir auf dem Weg noch was looten oder sowas, kann ja auch sein. Also ich habe hier auf jeden Fall irgendwie sowas wie eine Art, also entweder war es eine Basis für eine Nacht oder auf jeden Fall irgendwas gefunden in DSL. Okay, wo geht ihr hin? Zur Kirche. Kirche ja, ist POI in welche Kirche. Richtung? POI-Kirche. Genau, einfach, ganz einfach tracken, dann wird es ja folgende auf dem Navi. Na gut. Links unten. Sind das jetzt ein Gegner oder sind das nur die Zombies? Da sprang doch eben noch gerade einer, ein roter meine ich. Ach, lass ihn springen. Der kommt ja, also hoch kommt er nicht. Ja. Nicht, dass er uns verfolgt. Dein Wort in Gottes Gehör. Naja, es sei, wir haben da jetzt wirklich einen Landclaim-Block hingesetzt, ne? Ja gut, dann hätte ich aber normalerweise oben, wo aber ich... Aber wie gesagt, wenn der Server leicht sauber eingestellt wäre, dann hätten wir, so wie wir die Landclaim-Blocks gesetzt hätten, wäre da keiner rangekommen irgendwie. Bei 3x3 ist das natürlich ein Problem irgendwie. Ja, das ging ja beim letzten Mal ja auch nicht, deswegen... Doch, letztes Mal hat das gut funktioniert. Deswegen, genau. Weil wir sind damals auch nicht hochgekommen. Ich hätte hier vorne einen Hirsch. Oh ja, nimm mal ruhig mit. Wo bist du denn? Du bist... okay, du bist weiter weg. Astrak hat Gronchi abgeschossen, okay. Und wen habe ich denn hier? Jack Van Helsing, alles klar. Ich bin ja auch hier, das wahrscheinlich. Ah, okay. Kommst du nur Nester. Auf dem Weg. Ja. Ja, ist gut, meine Pfeile sind alle. Mhm. Oh, 33. Nester suche ich auch mal ein paar eben hier. Und ich 42. In dem Biom sehe ich sowieso keine. Nein, nicht sterben. Nicht sterben, Jackie. Nicht sterben. Warte, Jack, hinter dir. Oh, jetzt hat er mich. Wir müssen doch viel öfter Nester rumlegen, oder? Ich sehe die nicht in diesem Biom. Nee, ich bin auch... Die sieht keiner, Will. Die sieht keiner. Mach dir keinen Kopf. Oh, fuck. Oh, jetzt bin ich auch noch infiziert. Niemand hat gespendet. Dankeschön. Dankeschön. Niemand, das ist gut.
Pfeil im Po macht Hirsche nicht froh. Ja, das ist wohl richtig, aber mir bringt's Fleisch. Pfeil im Po macht Hirsche nicht froh. Alles klar. So, wollt ihr mal, kommt ihr mal rüber zur Kirche? Ja, ich bin unterwegs. Quasi da, glaube ich. Bin auf dem Weg. Ich habe hier allerdings noch so einen Gärtner am Poppes. So. Ja, ich bin in 7 Days sowieso nestblind. Das wird mein Chat bestätigen. Mhm. Weil die Kirche bringt auch ein bisschen mehr. Oh, ich habe mein erstes Nest gefunden. Die Kirche bringt auch ein bisschen mehr. Ich hatte hier, tatsächlich mal... Hier vorne ist gleich das verbrannte Biom. Also da würde ich sonst gleich nochmal eine Biege durchmachen, ja, um Federn zu holen. Oh ja, so. Das ist gut. Alle da hier? Ich bin gleich da. Ich bin neben dir. Auch gleich. Ich komm aus dem Westen. Oh, ich höre einen Kreischer da drin. Bin da. Oh, ja. Und auf der Straße quasi. Dieses Geräusch mag ich, ja. Spider. Soll ich hier mal die Tür aufhauen? Ja, bin da. Ich geh mal von hinten. Oh, da klopft sich schon was durch hier. Oh, ja, Leuchtspucker. Leuchtspucker. Oh. Geh mal nicht so nah ran. Auch Zombie von hinten, Zombie von der Straße, Achtung. Oh ja. Feuer und Stacheln sind mein Tod. Ah ja. Ich brauche noch Steine. Oh, ja, hier geht's jetzt los. Was? Warte. Gehen auf mich. Jetzt ist der noch nicht. Draußen, ne? Oh ja, hier klappt sich irgendwas durch. Oh, hier, vorne. Hier ist ein Leuchtspucker drin. Vorne ja. beim Haupteingang. Jo. Okay, hier ist. Warte. Nicht ganz so viel. Die jetzt gesetzt sind, erstmal ausnutzen. Boah, ich hab nur noch 2 HP. Ich hab sonst Painkillers einstecken. Oh, das ist gut. Wer war das? Mario Schröber. Ich bring Leuchtspucker mit raus. Mafiosi! Nein, danke! Oh, jetzt kommt noch einer von hinten, Mario, pass auf. 84 für 20. Warte mal. Oh Gott, wo kommt der denn her? Achtung, hinter euch. Ja. Unten Spider. Also ich bin am Hintereingang und da sind... Ja, vorne ist auch Party. Auch Leute. Ich spüre mich gerade mit dem Biker-Zombie. Hab mich mit einem Spider angelegt. Ja. Ui! Da kommt ein Mistvieh. Krieg hier einen Spike dazwischen gesetzt bei dir, Mario. Oh, aus der Low. Mensch. Nicht gut. Ich helfe dir, ne? Okay, ist tot. Gestunt! Nein! Ich war gestunt, bin ich weggekommen. Du sollst doch nicht. Ausnahmsweise mal kein Standbild, aber ein Stun halt. Ein ganz mieser Stun. Ui! Dagi, Tasuro, danke. Pfeile im Po macht Kinder froh, das ist aber ein schwieriger Satz, weißt du das? Aber ja. Ne, das war Lisa und irgendwie so. Mann! Okay. Und nichts dabei, das ist immer so. Da ist noch der Biker, wa? Ja, der Biker. Ist noch so ein... Pass auf, da steht noch was. Oh, sorry. Oh ja, da steht noch was. Das ist so Jack. Was? Nee, du bist bloß gerade durch meinen Spike gerannt. Ach komm, Zombie, geh drauf. Ja, hab ich nicht gesehen. Aber das war's. Jetzt habe ich Athletics 2 durch deinen Spike. Ach, sehr gut. Ich wollte nur helfen. Ich bin auf dem Weg zu euch. Wanderhorde aus Richtung Süden. Ich bin auf dem Weg. Die kommt ja gerade richtig. Glaube ich, wir können vielleicht dran vorbeilaufen, mit Glück. Biker, Zombies down. Alter, Kleidung außen wieder anziehen. Kann ich schaden, wenn man gestorben ist. Danke. Mal einen Painkiller, bitte. Muss ich direkt machen. Was ist das denn? Gib mir mal bitte einen Painkiller. Ja, wenn du kannst. In das rote Auto hier? Ja. Ich hab Lex. Ach du Scheiße, ein Biermod ist hier drin. Nee. Okay. Ich glaub nicht. Tschüss. Ein was? Oh nein. Och, was ist da drin? Ein dicker, fetter Zombie. Behemoth. Ich denke, wir spielen Vanilla. Was ist denn das? Ja, gibt's ja in Vanilla. Der Behemoth ist Vanilla. Ah. Echt? Prinzipiell schon. Genau genommen, ja. Aber genommen schon. Nicht an Tag 3 eigentlich. Also, dass der Behemoth drin ist, war mir natürlich klar. Nicht ganz, aber... Ach, das wusstest du? Ja, ich wusste das, klar. Wie schnell ist der? Ich habe den noch nie gespielt. Gegen den noch nie gespielt. Das nee, ich auch nicht. Für 5 Euro. Ja, weil also ich habe jetzt noch 14 Health. Oh, laut. Wanderhorde. Achtung, Wanderhorde kommt. Ja, so, Wanderhorde. Ja, genau. Danke. Oh Gott. Drei kleiner als drei kleiner. Oh. Jan, sie sonst hier in die Spikes. Und der Onkel hat 15 HP. Scheiße. Schick die doch durch die Spikes, kommt doch einfach wieder zurück, gar nicht Pfeile verschießen, genau. Einfach hier durch die Spikes ziehen, hier vor der ganzen Kirche, da habt ihr doch ganz viele gesetzt.
Einfach hier ganz entspannt auf die andere Seite das Bike stellen und warten. Mehr brauchen ich habe leider nichts zu trinken, sonst würde ich was trinken. Ja, warte, ich pack dir hier einen roten Käse aus. Komm jetzt von überall, das ist auch schön. Aus Westen kommen Brände-Zombies. Aber die sind nicht so schlimm. Ist ja wunderbar, aber die laufen auch hier ganz schön freundlich alle in die Spikes rein. Wer hatte Durst? Das ist ein roter Tee. Mann. Das ist Schröbi, danke. Hab schon jetzt einen roten Tee. Jo, sehr gut. Wo ist er denn? Alter, ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass die auf dem Server so lange Arme haben. Ja, das haben sie immer, ne? Die Arme wachsen. Ja, nur wenn du auf Server spielst. Wow. Dankeschön, CBL. Ui. Ja, einmal kurz rum. Einmal quer durch die Spikes durch. Oh Gott. Gerade online und sehe Wall sterben. So muss es sein, kleiner. Hallo? Was? 8,4 haben wir. Spieler, 8,3 ist das. Ja, hier kommt Spieler, rote Spieler. Vorsicht. Oh ja. Oh ja, das meine Infektion. Oh, das ist schon wieder Antrag hier wieder mit der Blattlast. Nicht schon wieder, Digga. Komm mal her, mein Freund. Ich will meine Infektion loswerden. Komm mal her. Also. Gib dir die Blattlast weg. Oh Gott. Der erste Tod heute. Ja, mit der Blunderbuss kann er ja gar nicht großartig falsch machen. Was falsch machen? Stimmt allerdings. Aber Schnitzel? Nicht mit mir. Oh Gott, ja doch. Irgendjemand hat mich erwischt. Rotes Team? Der Biomod hat sie übrigens festgehalten. Ja! Ich meine, das tut mir leid, Asrak. Ey, der Biomod hat sie festgepackt, Hinecke. Also, falls er noch. Achso. Oh. Ich habe Asrak umgenutzt. Sehr gut, sehr schön. Gut, sehr schön. Wo muss er? Oh, damit ist Essen und Trinken auch wieder voll. Sehr gut. Ja, ah, die Scheiße ist. Ich bin meine Infektion losgeworden. Ah, ich habe eine Blutung, das ist ein Problem. 20 Euro. Hammer, was ihr. Ich bin gleich tot. Mucki ist da. Oh, der Mucki! War er das? Ich kann das noch nicht lesen. Nee, war das Mucki? Nee, Schlüssel. Ich habe eine merkwürdige Art, Trauer zu zeigen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ich mache das dann selber, Jeska. Ich spende selber 10 Euro für meine Tode. Mortos, weil Astrak die Flinte wohl kaum im Rucksack trägt, sondern im Gürtel. Ja. Aua, aua. Kann aber versuchen, aus dem Rucksack mit der Planta das zu schießen. Oh, wie treffen. Unglaublich. Ey, die treffen. Ah, ich bin gleich tot. Trotzdem wird er ignoriert und liest die 10 Euro Spenden vor. Wer wird ignoriert? Wer ignoriert wen? Ach, das gibt's doch nicht. Red Orks. MJB, Hammer, was ihr macht. Das Problem ist, dass wir das natürlich Hammer auch eigentlich gar nicht hinbrauchen, ne? Wenn die jetzt gerade unsere Sachen da wegluten. Ich muss aber was sagen, nee, MJB schreibt gerade Hammer, was ihr da macht, Respekt. Und dann muss ich sagen, Hammer, was ihr da macht. Wir sind hier gerade so ein total verpeilter Haufen irgendwo so. Also die Zombies, die haben ja eine Range, das geht ja gar nicht. Ja. Ach, das ist aber das Übliche auf 7 Days Server. Ja, ja. Ne? Ja, ich muss mich dran gewöhnen. Nordisch, du musst einmal Klamotten ausziehen und wieder anziehen. Ach ja, das sagst du. Weil du liegst hier auf dem Boden vor mir. Und hier gleich nochmal, da ich mir vorgenommen habe, für jeden Tod zu spenden. Du musst jetzt wieder gehen, oder? Mini Louis, danke schön. Ja, geht wieder. Boah, krass. Wir haben ein Problem. Wollen wir einfach mal zu den Jungs darüber gehen, in ihre Hütte? Danke. Das klingt gar nicht so schlecht. Die sind doch garantiert im Maisfeld. Nein, da bin ich. Genau, aber die wohnen doch da in der Hütte. Ja, aber ich sehe keinen hier. Also die sind hier gerade rumlooten. Also die sind gerade nicht zu Hause. Das, so viel kann ich sagen. So geht's, Onkel. oder wir gehen nochmal zur Kirche runter. Bin ich eigentlich auch für, sonst. Ich bin jetzt gerade bei der Kirche. Ja, dann komme ich zu dir. Dann helfe ich dir. Ja, komm, dann. Los. Also PUI im Maisfeld ist voll mit Leuchtspuckern. Ja, okay. Das ist das wert. Asrek. Mehr als sterben geht nicht, von daher abzukürzen. Asrek, das ist schön. Danke, Joey Wolf. Chi-Mai 800 für 5 Euro, 5 weitere Wege. Fehlende Waffen werden durchs Akras Wahnsinn mehr als wettgemacht. Danke, Schnitzel geht stiften. Schnitzel geht stiften Richtung Westen. Richtung Westen? Das Ding ist, mit der Blunderbuss muss natürlich nicht mehr großartig zielen, sag ich mal so. Ne, das ist richtig.
Und ich habe keinen Durst. Also für meinen Geschmack übertreiben die Admins massiv. So ein POI mit 10 Leuchtspuckern hatten wir eigentlich mal gedacht, gibt es vielleicht am Tag 7 einmal. Und eigentlich sollten sie mit ganz ordinären Zombies anfangen und vielleicht mal so 5-6 Stück. Wir haben zwar gesagt, ist eure Wahl, aber ich meines Erachtens nach übertreiben die hoffnungslos damit. Super, dass du Asrek und das nimmt natürlich dem ganzen Sinn, den wir dahinter gesteckt haben, dass man die POIs looten kann, um Münzen zu kriegen, um dann bei den Admins mal was zu kaufen, komplett eigentlich raus, sag ich mal, weil es schafft ja keiner mehr, irgendeine POI zu looten, weißt du, so. Alter. Weil sie da total übertreiben. Ich möchte noch mal kurz an alle, die wir jetzt nicht vorgelesen haben, danke. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben genau. Übrigens 8,5 mittlerweile. Genau, das ist alles ein bisschen groß. Es geht ja, ein bisschen was geht immer unter, aber dankeschön. Also die versuchen hier immer noch reinzukommen in die Kirche. Die sind zu dritt oder zu viert. Und, ich hab den Ausdauer. Ja, wir dürfen nicht einzeln da auftauchen. Wir müssen alle zusammen auftauchen. Also geh da wieder weg, wer auch immer da jetzt gerade ist. Ich bin ja, weg. Das ist albern. Wir können wir können hingehen und uns der Reihe nach abschießen lassen oder wir gehen zu viert hin. Ja. Nein, hast du recht. Ach du Scheiße, wer... Und wo kam der denn? Oh, Onkel Didi ist platt scheiße. War mein Fehl. Ja, ich habe nur leider auch. Gottes keine Pfeile, also ich kann nur Nahkampf machen gerade. Ich hab 28 Federn, ich kann ja gleich ein paar Pfeile geben, wenn du Steine mitbringst oder sowas. Ich hack gerade Holz. Obwohl, dankeschön. Eigentlich dachten wir, die Admins, wir haben eine freie Wahl. Mein Rucksack liegt da noch, da sind Federn drin. Aber die machen das Ding halt zum Hardcore-Event. Und das können wir jetzt auch nicht mehr ändern für heute Abend. Danke. Tazubolt für 5 Euro. Like the Bolt kleiner als 3. Oh, ich habe schon wieder solche Lags. Lambo, das Gute ist ja weniger als 70 Wellen, es geht nicht. Das stimmt allerdings, ja. Ich habe noch 80, ist gut. Ich bin unten angekommen, ich kann nicht tiefer sinken. Wo seid ihr jetzt? Ich sehe jetzt einmal gelb. Ah, hier, okay. Moment, ich laufe jetzt mal auf Welt. Seid ihr oben? Aber wir müssen gleich zur POI hin, bevor die looten. Ne? Die sind da sicherlich schon bei, denke ich mir mal so. Und wie gesagt, der Behemoth, der ist festgebackt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Also ich kann da ganz bequem reinmarschieren, also... Oh, was erstmal nicht schlimm ist. Also da haben sie es eigentlich einfach. Also den Behemoth haben wir lange getestet irgendwo so. Eigentlich hat er gut funktioniert irgendwie, aber... Naja, jetzt in dem Fall hat er sich halt festgebackt. Dann nur noch direkt in der Ecke hinten in dem Sarg. Okay, da ich die draußen nicht mehr sehe, wollen wir hin eben? Die sind in der Kirche. Ja, eben, deshalb müssen wir da jetzt auch hin. Ja. Ich bin auf dem Weg. Scheiße. Okay. Ja, brauchen nur einen koordinierten Angriff. Und vielleicht ein, zwei Pfeile, die richtig gut sitzen. Ich habe 70 Federn jetzt, 80. Kommt hier, die kloppen auf irgendwas ein. Ich habe Standbild schon wieder 50. Ja, komm mal. Ja. Bin. Ausdauer ist gerade. Ja, draußen läuft jemand und ich habe immer wieder Standbild. Da draußen läuft jemand. Mhm. Ja. Hinten, ne? Ja. Doch nicht so schön. Der warnt die anderen jetzt. Ja, drin stehen sie auch schon in der Tür. Von zwei Seiten, von vorne und von hinten, oder? Nö, die kommen jetzt alle raus. Danke. Achso. Ich brauche euch jetzt mal. Faxi, Fax, ja, hinten, Faxe, ja. Faxe. Naja. Faxisse. Hey. Ja, tot. Ich habe wieder Standbild. Danke. Mit 5 Nullmation für 10 Euro. Kleiner als 3 Stunden. Schon ist der alte Rekord. Sind jetzt am Stein? Schade, mit den Standbildern kann ich kein PvP machen. Boah, ich hab Mucki. Das geht leider nicht. Ich zieh mich erstmal zurück und mach uns Pfeile, weil ich hab jetzt 100 Federn fast. Bin ich an der Blutung gestorben, meine Fresse. Und einer jagt mich gerade, scheiße. Mein großen Bogen. Jetzt ist alles. Ich bin so schlecht im PvP. Das ist echt schlecht mit den Standbildern, muss ich sagen. Scheiße. Ja, das ist echt hart, das ist... Oh, oh. Ach man, das ist nett, nee. Also die Grafik habe ich schon... Also ich habe ja damit Starvation gespielt mit den Einstellungen, ne? Das ging eigentlich ganz gut. Habe ich sogar zeitweise Standbilder bei Zombies. Ist auch nicht gut. Nee, ist auch nicht gut. Über 40 FPS Kommi-Uni. Ja, sauber, Armin. Syrion hieß für 5 Euro, bitte kein großes Sterben, für kleines Leben zu retten. Halte durch sie.
brauchen die Hilfe. Ja, okay. Kleiner als drei. Ah, Mann, ey. Chi-Mai 800 ehrlich. Für 5 Euro, 5 für den nächsten Wall. Den Wall. Den Wall. Kommen wir denn in unseren anderen POI nochmal rein? Weil mit den sind, 400, die wir jetzt haben... Da sind 50 Leuchtspucker drin. Ja. Genau. Weil es mein Chat gerade sagt, bitte an- und ausziehen, wenn ihr gestorben seid. Das ist nur fair. Ja, ja, klar. Ja, selbstverständlich. Ja, was sag ich mal, ich sterbe weg, ne? Ich könnte höchstens den PC nochmal komplett neu booten, aber dann erstmal komplett das Stream weg, das werde ich jetzt nicht tun. Irgendwo. Ich glaube auch nicht, dass es das ist. Irgendwie. Ich habe jetzt auch wieder 6 FPS, 62 FPS. Da kommt so ein bisschen drauf an, wo man ist und wie viele gerade rumrennen. Ne? Oben auf dem Dach bei uns ging es eben einmal auf 6 runter. Oh, wow. Daumen Kino Edition. Ja. Ich probiere jetzt ganz kurz mal was. Ach, das wollte ich machen. Ich wollte. Wenn du so weiter stirbst, werde ich ja am kleiner als 3. Ich gebe mir. Plan. Ich gebe mir. Ja, das ist so. Ich weiß gar nicht, ob ich mir Mühe geben soll. Seid ihr jetzt noch in der Kirche oder wo seid ihr? Treibt euch gerade rum. Ich gucke gerade nicht auf die Karte. Ich bin so schon geil, auf halbem Weg. Was da zusammengekommen ist. 8600. Ich glaube, die laufen gerade zu uns hier, oder? Seid ihr das? Nee. Wir sind zwei rote, die zum Toolstore laufen. Wo laufen? Hier unten. Wo laufen die hin? Ja, hier unten läuft jemand. Der Held, wo mir der fällt für 50 Euro. Tolle Aktion. Schröber, kannst du dich mal an- und ausziehen? Ja, die kommen. Nee, die laufen zu sich rüber. Die laufen zu sich nach Hause. Über die Brücke laufen sie gerade. Danke. Da werden sie den Pol wohl leer gemacht haben. Okay, perfekt. Und jetzt holen sich neue Waffen. Dann komme ich rüber. Also nach Hause. Ja. So, eine Runde Federn, Recipes. Einmal 93 Pfeile am Produzieren. Sehr gut. Da ich Nester nicht finde, mache ich einfach mal Steine. Dann brauchen wir ja auch. Ja, das stimmt. Steine ist gut. Steine sind unser Freund. So. Im Übrigen habe ich knapp 60, 70 sag's mir, Maiskolben gesammelt. Ich habe die jetzt ins Lagerfeuer gelegt. Wer sie verarbeiten kann, gerne. Ansonsten einfach so mitnehmen zum Essen. Ja. Ich denke auch, im schlimmsten Fall können wir uns auch. Die machen jetzt den nächsten POI. Die machen jetzt, glaube ich, den nächsten POI. Hier bei sich, ja, Maisfeld, den machen sie, glaube ich. Ja. Wo haben wir denn noch einen, dass wir vielleicht zu einem anderen noch können? Nö, lass uns lieber da die auflauern. Wenn die den machen wollen, können wir die Jungs dann auch gut abknallen vielleicht. Oder auch nicht. Hat ja eben auch nicht so gut funktioniert, aber irgendwann klappt das ja vielleicht mal. Nee. So einen Kill hätte ich schon ganz gerne zwischendurch mal. Ja, Tito. Ich hab einen und bin an einer Blutung gestorben. Hübchen ist hier bei mir. Selbstmord gilt nicht als Kill. Nein. Lass mich überlegen. Nein. Guten Tag. Hallo. Ich bräuchte mal einen besseren Knüppel als einen 25er, das wäre cool. Kann ich dir machen, ich kann 50er machen. Das wäre doch mal eine Aktion. Ja, ich mach mal 4 wieder, ne? Weil ich knüppel jetzt gerade auf Schnitzel und auf Rübchen ein, gerade. Wo bist du denn, Will? Bei dem mitten in der POI. Ups. Ah, okay. Im Maisfeld mitten. Aber jetzt bin ich auch tot, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Ah ja. Danke. Jetzt klären sie mich ab, weil ich nicht mehr laufen kann. Ich hole mal eben was zu trinken. Die waren zu fünft jetzt mit Pfeil und Bogen auf mich. Und naja, die Lecks halt, ne? So, ich komme gleich wieder. Ist anstrengend. Banzai. Banzai. Ach komm, Schläger. Ach komm. Oh, ich müsste auch. Ganz kurz, Gott. Ja, Winzel hat 10, 11 FPS. Spielen sie nicht flüssig, wenn du dich drehst. Boah. Und weglaufen willst. Nee, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Okay, Snowcat. Mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Okay, mach mal. So, dann tippen wir ein bisschen was rein. Ich wollte den jetzt gerade mal verfolgen, aber. So. Hä? Also wie gewohnt, es sind auch noch 3 50er Bogen in der ersten Kiste. Sag mal, wo ich gerade warte, eben, ich brauche den Vorschlag nochmal. Habt ihr das grüne Team eigentlich irgendwann mal gesehen? Nee, nein. Nee, bis jetzt nur das rote. Nicht wirklich, ja. Okay, also, ist ja interessant. Die halten sich aus allem raus, ja. Ein
kurze Ansage an mein Team Blau. In der ersten Kiste sind noch 3 50er Bögen und 4 50er Clubs. Okay. Ja, Club nehme ich mir gleich, wenn ich hochkomme. Ich höre nochmal Grau ein mit. Schimmel, es tut mir leid. Oh Gott. Bögen hab ich, Bogen hab ich, aber ich nehme den 50er-Knüppel nämlich hier mal. Erste Kiste unten links. Naja, den hab ich. So, und jetzt lege ich euch nochmal. Ich komme gleich wieder. Danke. Oh, Alter, Asra, das grüne Team pflanzt Baumwolle und hält sich aus allem raus. So, unfassbar, das kriegst du nicht geschissen. Ah, und Mario hat sich geschlagen. Scheiße. Läuft nicht. Überhaupt gar nicht. Mario, ganz ruhig. Alles gut. Well, du liegst übrigens bei mir noch. Ah, gut. Ich bin auch gleich wieder, da muss auch ganz kurz mal was erledigen. Bis gleich. Team Grün hat sich wahrscheinlich zu Kaffee im Kuchen getroffen. Ja. Warte kurz. Ja, ich habe hier gerade, jetzt geht's. 21. Ich kann gerade leider nur 3 21er Stacks Pfeile hier unten reinlegen. Bei 30 würde ich mir ganz selber behalten. Ja, ist korrekt. Bedient euch. Macht ihr mal erst. Ich spiele sowieso schlecht. Also, ich kann natürlich auch noch ein paar Pfeile beisteuern, so ist es ja nicht. Warte mal. Danke. Nachschlaghammer für 158 Euro und 47 Cent. Kleiner als 3 niemals aufgeben. Kleiner als 3. Ich bin auch mal ganz kurz AFK. Mhm. Ach, Baldi. Ich habe auch noch ein bisschen aufgestockt. Also für jeden sind hier nochmal 45 Pfeile insgesamt in den Kisten drin. Ja. Oh, so. Ich glaube, da nehme ich mal kurz meinen Augenblick Zeit für den Chat. Bin gleich wieder da. So. So, da ist er wieder. Danke, Opa Kalyps für 50 Euro. Ich bin ein knallroter Gummiboot D. Opa Kalyps, danke schön. Ein knallrotes Gummiboot. Ach gut. So, Papa ist wieder da. Baby. Haben wir einen Plan? Ja, Xerberos meint gerade, wir müssen an vernünftige Waffen kommen. Absolut. Das ist ein Grundleben, ist das ein guter Plan, ja. Ja. Also ich würde morgen versuchen, unseren POI hier mal zu clearen mit Spikes. Eine andere Idee habe ich nicht. Und ansonsten irgendwie noch was in Diesel zu looten. Aber mit an den anderen POIs, mit denen brauchen wir uns aktuell nicht, brauchen wir aber nicht anlehnen, glaube ich. Die 10 grünen Spucker da mit Spikes. Also die aus der Kirche kriegst du die wenigstens noch rausgelockt, die Spucke. Ja. Aus den anderen POS kriegst du die halt nicht rausgelockt, ne? Ja, genau. Ja, ist richtig. Und ich glaube, dann bist du auch mit Spikes nicht gut. Mayo, du rutschst. Wir haben die 9000 geknackt, Leute. Was? Wir haben die 9000 geknackt. Nein. Ja. Man verliert das so beim Spielen aus dem Auge, ne? Aber wie krass seid ihr bitte alle? Das ist Wahnsinn. Ich finde das so klasse. Ich will auch was spenden. Ich kann mir nicht selber was spenden. Ich muss das nachträglich machen. Jack, Windsailer, Desiato nochmal. Danke. Adana, Opakalypse. Du bist ein kleiner oder Gummibot. Ja, alles klar. Nachschlag haben wir auch mit einem Mörderbetracht. Niemals aufgeben. Mini-Louis, ein alter Mann stirbt, eine junge Frau lebt, fairer Tausch. Was?
Naja. Naja, für 2 Euro kann man sowas mal schreiben. Leute, ich bin gleich dran. Ja. Kurz AFK. Kurze Zwischenfrage. Will ich auch mal von uns jemanden Blunderbuss mitnehmen? Ja. Also hätte ich es uns auch vorgeschlagen. Und wir haben ja 400 Credits. Lass uns mal eben kurz gucken, was können wir denn da verkaufen? Wir können für 400 Credits... Brauchst du den Link nochmal? Hier. Ich hab. Okay. Für 400... Darf ich mal ganz kurz zwischengrätschen? Was ist denn mit den normalen Händlern? Das wäre auch noch. Sind die noch da? Können wir da uns eventuell irgendwas snacken, irgendwas Gutes? Oder dort Sachen verkaufen, uns dort Credits zu holen? Kann man versuchen, ne? Ja, wir müssen jetzt irgendwie den Rückstand aufholen. Müsste man einen finden halt, ne? 06 für 10 Euro, super Aktion. Ja, die müsste man finden, ne? Danke, Kopf-Osten für 100 Euro. Danke, dass ihr dieses tolle Event ins Dritte also, wir würden... Alter Austin, danke. Als ein kleiner Dankeschön, Kopf-Osten und McFlay. Danke, weil 300 Euro eine Spende mit tigerhafter Eleganz an mich selbst. Sehr witzig, ja, toll. Toll, super, 1A. Ich war das nicht. Ja, Osten. Ich kann das doch, nicht. Doch, natürlich warst du das, das stand da. Ja, das stand da, genau. Für 5 Euro geht ja höllisch heiß her hier. Ihr seid großartig. Herz. Sehr geil. Eine große Eleganz. Herz. Okay, mein Mod war es auch nicht. Ist okay. Also wir könnten für unsere 400, wir können unsere 480 Schuss Blunderbuss kaufen. Ja, und dann packt sich einer von euch die Blunderbuss, dann können wir uns mal wehren. Ja, und die Schuss im Gürtel, genau. Ja, natürlich. Okay, dann lass uns damit anfangen. Und wollen wir einen Admin? Wollen wir, was ist denn in der Admin-Kiste? Die Leather Armor. Danke, Ellie. Das wäre ich gerade ein Admin im Channel. Daumen hoch und großes Kino, was ihr hier macht. Wir haben dreimal Eier mit Speck bekommen. Danke. Ja. Essen ist mein kleinstes Problem, so oft wie ich sterbe. Ja, Trinkgeld. Das stimmt. Fetti, Tigal, danke. Ellie Mac. Daumen hoch, großes Kino. Halt so groß, was ihr macht, großes Kino hier. Hartfisch. Kleiner als 3 für die Kleinen Dankeschön. Ist es jeden Cent wert. Das ist Wahnsinn. Ich krieg die Grüße alle 7. Ich kann die Summe gar nicht mehr verfolgen vor lauter Wegsterben hier. Danke. Na, wir sind kurz vor den 10.000, würde ich mal sagen. Ja, 9.3 so ungefähr. Ich bin vorhin an einem Händler vorbeigelaufen in der Wüste, ja. Der war aber sehr weit weg. Der war extrem weit weg irgendwo so, ja. Das stimmt. Da willst du nicht hinlaufen, der ist zu weit weg. Außen haben wir da unten eigentlich auch nicht mehr so viel zu suchen. Das ist zu weit weg irgendwo so. Da haben die Mods ihr Lager. Da haben wir auch nichts zu suchen. So. Das hat mich zwangsläufig schwierig. Aufgedeckt, weil ich noch geholfen hatte. Habt ihr irgendwelche Skillpunkte zu vergeben? Das kann sein, da machen wir gar keine Gedanken drüber. Danke, Aldur 1986 für 80 Euro. Die Gewinner stehen jetzt schon fest, der Verein für krebskranke Kinder. 9.000 Euro, Hammer, ja, das stimmt. Absolut. Die Reaktion möchte ich mal sehen von denen. Ich möchte mal meine Reaktion morgen sehen, wie ich das verarbeitet habe. Das ist einfach... Aldur, ach Mensch. Was mit Aldur? Super Sache von euch ist gleich ihr verrückten P. Gespendet gerade nochmal. Was? Warum? Warum sehe ich das denn nicht? Ach da, ach nochmal. Ja. Kasa 4. Skarafas. Auch nochmal dabei. Hartfisch. Welcome spielen. Skarafas. Danke, Skarafas für 20 Euro. Danke Stein. An alle für den Stein. Unvergessenen Abend. Das ist irre, ist das. Auch die dritte Runde ist einfach unvorstellbar. Das ist ein Streamer und natürlich auch an alle sind alle wieder hier von uns? Alles für einen ich bin wollen wir bei Dani unten. Wollen wir bei Dani was bestellen? Die ist ja noch hier. Ja, mal schnell. Ja, gib auf die Bestellung. Dann hätten wir ganz gerne Dani. Ja. Wir hätten ganz gerne 400 Tokens Blunderbuss Munition. Das müssten dann 80 Schuss sein, wenn ich mich finde. Oh, hab ich bereits Euro. Dabei. Achso, hast du schon bereits dabei? Okay, warte, dann gebe ich dir das. Dann ich gebe euch aufmerksam das. Zugehört. Achso, nee, kannst du aus der Kiste rausholen hier. Nimm dir mal die 400 aus der sicheren Kiste raus. Ich pack euch die Munition in die anderen Kiste rein. Ja, okay.
und holen mir die 400 Token raus. Das ist nett, dankeschön. Bitteschön. Was ist hier los? Ich bin so pfeifenseisig. Oh nein, auch nochmal 150 Euro vom Pfeifenseisig. Für jeden Helfer ein Zehner. Für jeden ein Zehner. Krass, dankeschön. Können wir sie jetzt angreifen? Oh, yeah. Was wollen wir machen? Also ich glaube... Sollen wir die Roten angreifen, aber wollen wir uns mal die Grünen angucken? Ich wollte gerade sagen, die Grünen, die haben wir hier noch gar nicht gesehen. Ja, weil da müssen wir uns über die Map verteilen und gucken, wo die wohnen. Ne? Also in Diesel war ein Haus, was ich mit Nordisch gesehen hatte, aber das schien verlassen. Meine Treppe war weggehackt. Aber also eine Möglichkeit, wo sie noch sein könnten, sind diese drei Häuser mit den Pools, mit den Swimmingpools. Ihr wisst, wo ich meine, so ungefähr nördlich von dem nordwestlich von dem Maisfeld. Hier in dem POI, wo wir hier unten sind, hier ist einer drin. Was, bei den grünen... Bei den grünen Spuckern. Wie, da ist einer von den Gegnern drin, oder wer? Ja.